Mikrofon. Hallo zusammen, ich befinde mich hier zusammen mit Silas von Hedgecut Production im Studio. Ich habe mich Ende des Jahres 2017 mal hingesetzt und alles zusammengeschrieben, was das Jahr über passiert ist. Dabei ist mir aufgefallen, dass echt eine Menge Action war und das Ganze würde ich gerne hier zusammen mit euch nochmal Revue passieren lassen. Angefangen hat das Jahr 2017 für mich mit ein paar kleineren Gigs. Im Februar ging es dann richtig los mit der Neueröffnung von Jack & Jones in Würzburg. Da habe ich 3 Tage lang dort direkt im Laden Donnerstag, Freitag, Samstag aufgelegt. Im März habe ich zusammen mit Mario Anschlug Back-to-Back in der Katze gespielt. Dort haben wir bei der Veranstaltung maximal minimal in meinen Geburtstag eingefeiert. Im April habe ich dann das erste Mal im Club Ludwig aufgelegt, zusammen im Santropolis bei der Veranstaltung Monochrom. Und im gleichen Monat war ich dann mit dem Mario Anschlug wieder Back-to-Back im Reurerbeck unterwegs. Im Mai ging dann ein großer Traum für mich in Erfüllung. Ich durfte bei der Techno Newcomer Night im Airport Würzburg auflegen. Meine Playtime im Airport wird mir für immer in Erinnerung bleiben. Es war der absolute Wahnsinn. Die Stimmung war richtig gut. Besser kann man sich das gar nicht wünschen. Da möchte ich mich auch ganz, ganz herzlich bei allen bedanken, die an dem Abend so zahlreich da waren und mich unterstützt haben und einfach ordentlich Stimmung gemacht haben. Vielen, vielen Dank. Die Techno Newcomer Night war die erste Veranstaltung, bei der ich meine exzellenten Supporter-Bändchen dabei hatte. Seitdem habe ich bei jedem Gig 10 Stück dabei und ihr könnt euch die sehr gerne bei mir for free abholen. Im Mai ging es dann auch für mich nochmal nach Wertheim. Dort habe ich bei der offiziellen Aftershow-Party von der Exit Ruine aufgelegt. Im Juni durfte ich dann beim Zappel Imbiss auflegen. Das ist eine kleine mobile DJ-Stage, die von einem Imbisswagen zu einer kleinen Bühne umfunktioniert worden ist. Im Juni war dann auch der 7-Stunden Pappenheimer Marathon und das Summer Closing vom Airport Würzburg. Dort hatte ich die große Ehre, als Gewinner der Techno Newcomer Night das Warm-Up im T1 für Markus Schneider und Abe Paul zu spielen. Nach meinem Warm-Up-Set habe ich dann zusammen mit dem Mario Angelo Back-to-Back auch noch ein Set zur After Hour gespielt. Im Juli durfte ich dann mein erstes Festival 2017 spielen. Dort war ich zusammen mit dem Silas in Kitzingen auf dem Farbgefühle-Festival unterwegs. Fettes Dankeschön geht an alle raus, die mich beim Post vom Farbgefühl-Festival fleißig in den Kommentaren unterstützt haben. Die hat nämlich gefragt, welche Acts wünscht ihr euch noch für das Festival in Kitzingen, und ihr habt mich sehr oft dort markiert. Hammeraktion, vielen Dank, ohne euch hätte ich da wahrscheinlich nicht gespielt. Im August war es dann endlich soweit, am 20.08. war der Release der Excellent Snapback, eine Collaboration mit des Detail Studio. Schon im Winter 2016 haben wir uns zusammengesetzt und an Plänen einer gemeinsamen Snapback gearbeitet. 2017 konnten wir das endlich in die Tat umsetzen und das Ergebnis kann sich echt sehen lassen. Wir haben eine Cap auf die Beine gestellt, produziert, mit der ich 100% zufrieden bin und ich voll und ganz dahinter stehe. Im gleichen Monat ging es dann für mich auch nochmal ab ins Saarland. Dort habe ich mein 2. Farbgefühl-Festival in Saarbrücken gespielt. Bei dem Festival im Saarland waren ca. 4.500 Menschen. Es war für mich eine sehr krasse Erfahrung, vor so vielen Leuten performen zu dürfen. Hat eine Menge Spaß gemacht und ich hoffe, dass man das auf jeden Fall wiederholen kann. Im September war ich dann wieder Back-to-Back zusammen mit dem Mario Angelo unterwegs. Wir waren in Bad Neustadt und haben auf dem Kunstvilla Open Air aufgelegt. Im Oktober habe ich dann seit langem mal wieder im Club Katze aufgelegt, und zwar bei der Elektropyramide. Und ich war mit Silas in München unterwegs bei Hallo Halloween im Atmosphere Club. Im November habe ich dann bei der Veranstaltung Raven statt Tanzen Back-to-Back Forever Awake ein Back-to-Back-Set mit dem Kollegen Oliver Geisler gespielt. Am Ende des Jahres, im Dezember, ging es dann für mich mal wieder in den Club Ludwig. Dort habe ich Support Act bei der Veranstaltung Monochrom für den Santropolis und Oliver Geisler gespielt. Des Weiteren habe ich bei der Veranstaltung Young, Wild and Free im Club Katze gespielt und ein Back-to-Back-Set mit dem Mario Angelo bei Power of Techno im Labyrinth Würzburg zum Besten gegeben. 2017 habe ich auch das erste Mal beim Anchor Rave aufgelegt. Dort habe ich bis jetzt 4-mal gespielt, und zwar beim Anchor Rave Open Air,
bei der Holiday-Ausgabe zusammen mit Mario Angelo. Bei der 5. Ausgabe vom Uncle Ralph war ich auch dabei und das letzte Mal habe ich jetzt im Dezember gespielt gehabt bei der Xmas-Veranstaltung mit Agent. Ich war auch bei 4 Veranstaltungen am Start, die im L-Club stattgefunden haben. Davon waren 2 die Veranstaltung Spielplatz. Dort habe ich einmal alleine gespielt, einmal ein Back-to-Back mit dem Mario Angelo. Und dann war ich noch bei Rave im L-Club und Forever Wake im L-Club am Start. Abgesehen von meinen Club- und Festival-Gigs war ich auch auf privaten Veranstaltungen, Geburtstagen und in der Kletterhalle Würzburg unterwegs. Was 2017 natürlich auch noch stattgefunden hat, war das Open Beats Voting. Dort habt ihr mich von 128 Bewerbern auf den 3. Platz gewählt und zwar mit 1300 Votes. Ich war absolut geflasht von dem Support, den ich da von euch bekommen habe und möchte mich da ganz, ganz herzlich für jeden bedanken, der immer wieder seine Stimme für mich abgegeben hat. Ich hoffe natürlich sehr, dass es 2018 dieses Voting auch wieder geben wird und würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir es schaffen, das Voting für uns zu entscheiden. Ich bin jetzt fast seit 2 Jahren bei der Vibra School of DJing Würzburg. Anfangs hatte ich dort DJ-Unterricht, habe jetzt 2017 in den Producing-Unterricht gewechselt mit dem Ziel, in absehbarer Zukunft meine eigene Musik zu produzieren. 2017 habe ich auch auf Veranstaltungen der Vibra School of DJing Würzburg aufgelegt, zum Beispiel im Januar in der Bombe bei der Veranstaltung Open Minded. Dort habe ich zusammen Back-to-Back mit Mario Angelo gespielt und habe ihn da auch kennengelernt. Weitere Veranstaltungen der Vibra Würzburg waren zum Beispiel an einem Sonntagnachmittag auf dem Boot. Im Namen der Vibra war ich dann im August in München unterwegs und habe im Club Palais aufgelegt. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei allen bedanken, die mich so fleißig supporten. An alle, die in den Club kommen, wenn ich auflege. An alle, die meinen Merch tragen. An alle, die Aufkleber kleben. An alle, die auf den Social Media Plattformen aktiv sind. Vielen, vielen Dank. Ohne euch wären so manche Dinge viel, viel schwerer. Ich weiß es sehr zu schätzen und bin unglaublich dankbar darüber. Vielen Dank auch natürlich an alle Veranstalter, die mich 2017 gebucht haben. Und an alle DJ-Kollegen da draußen. Es macht unglaublich viel Spaß, sich mit euch die Nächte um die Ohren zu hauen, die Clubs zum Beben zu bringen und einfach unterwegs zu sein. Besonders bedanken möchte ich mich natürlich bei ein paar Personen und als allererstes beim Silas. Silas, vielen, vielen Dank für deinen Support, vielen, vielen Dank für deine Bombenarbeit. Du machst einen spitze Job, ich bin sehr dankbar, dass ich dich habe. Vielen Dank natürlich auch an meinen Cousin Lukas. Danke, dass du mich supportest, dass du mich unterstützt, wenn ich deine Hilfe brauche. Danke an dich, Sebastian, dass ich mit allen Fragen und Belangen zu dir kommen kann und du mir sehr viel beibringst und mir hoffentlich auch noch eine Menge beibringen kannst. Ich freue mich da auf alles, was in der Zukunft auf uns wartet. Und natürlich vielen, vielen Dank an alle anderen, die ich jetzt nicht einzeln hier aufgezählt habe und die hinter mir stehen. Ich bin sehr, sehr gespannt, was 2018 alles auf mich wartet. Bin für alles offen und bin auch bereit und sehr motiviert, genauso viel Gas zu geben wie 2017, wenn nicht sogar vielleicht ein bisschen mehr. Alle Links zu den exzellenten Social Media Kanälen findet ihr unten in der Videobeschreibung. Dort findet ihr natürlich auch meine Booking-E-Mail-Adresse und den Link zur Excellent Snapback. Lasst dem Video doch einfach euer Feedback und exzellenten Support da. Ich freue mich sehr auf das Jahr 2018 und wir sehen uns im Club.